Ich will genauso bekannt werden wie Tanzverbot. Ah. Hallo Tanzi! Guten Morgen! Was geht ab? Ich will schlafen. Verdammte Kacke. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen wundervollen Tag und fühlt euch fit. Denkt dran zu abonnieren. Joint dem Team. Wir haben jetzt 7.25 Uhr und ich bin einfach so todmüde. Aber ich krieg das hin. Heute geht's los. Dreh für Oberocken. Ich hab Bock drauf. Am Motiv angekommen. Okay. Sag mal Lars, in wen verwandelst du dich heute? In Dr. Simon Höfmann. Was ist das denn für ein Hurensohn? Sorry. Du weißt, wie das funktioniert. Ja. Das ist ein Therapeut. Ja, der ist wirklich ein Hurensohn. Oh, Schmuddelhefte. Warum sind denn die Hefte noch zugeschweißt? Es geht doch. Oh, Brüste. Leute, ich sehe mir das erste Mal ein Schmuddelheftchen an. Das Problem ist gerade, ihr seht es nicht, weil ich muss das zensieren. Tja. Ich kann den Penis gerade sehen, der im Arsch steckt. Die große Frage ist nur, warum haben die Wollmützen an? Ich kann euch die Gesichter zeigen und dann seht ihr, was passiert, so ungefähr. Aber Fotostory. Ja. So, ich bin dran mit Maske. Ha. Jetzt werde ich richtig scheiße gleich aussehen. Das ist geil. Oh Gott, meine Augen drehen jetzt schon. Oh, krass, ey, wie so eine Leiche einfach. Haben wir? Ja. Weil der Rahmen da oben so aussieht. Mein Therapeut. Hallo, hallo Eugen. Hi, hi Doktor. Wie? Ist das so eine Kamera? Ja, ich mach dieses, ich will genauso bekannt werden wie Tanzverbot. Ah. Hallo Tanzi. Ah, hallo Tanzi. Hallo Tanzi. Wie lange braucht ihr? Ist das dieser Tanzverbot? Ich weiß es nicht. In der Kamera ist er jedenfalls nicht drin, nicht? Naja, ja, mit den fetten Frauen, das müssen wir ja heute irgendwie in den Griff kriegen. Okay. Darf ich die Bilder behalten? Ich bin jetzt in Therapie bei meinem Doktor. Höfmann, Simon Höfmann, Dr. Simon Höfmann. Ich finde das schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Funktioniert dieses Mittel mit der Brille, dass Sie angeblich jetzt die Frauen wirklich sehen? Ja. Es ist ein Stilmittel, das Sie halt eine Art Röntgenbrille haben, verstehen, was ich meine, dass sie die Frauen auch so wahrnehmen, wie sie sind. Sehen Sie zum Beispiel diese Frau da. Da diese Frau. Sie ist fett. Ja. Sie sind geil? Ja. Okay. Diese Brille soll Ihnen die Wahrheit eröffnen. Ja. Sie ist sehr, sehr fett. Ja. Sie könnte sie zerdrücken im Bett. Verstehen Sie das? Oh. Ja gut. Und das ist halt eigentlich... Ja, ich glaube, wir müssen mal die Hose wechseln. Wow, abgedreht. Jetzt geht's mal essen und dann fliege ich auch schon wieder zurück nach Berlin. Nice. Mit dieser Stress, wenn ein Dreh abgebaut werden muss. Die sind gerade alle voll am Rumtüdeln und Bernd ist am Singen, ne? Immer so. Echt? Ein wunderschöner Song, Bernd. Ja, ich weiß. Ich habe improvisiert und ich bin ja auch eine Improvisation. Ja. Ich musste mal die nahe Schere dem Maskenbild mal zurückgeben. Okay. Heilige Scheiße. Bernd, warte! Ich muss doch noch mit hier, du! Ja, sicher. Oh ja, du musst das vorne oder hinten sitzen? Oh, ich gehe da hinten auch. Nee, ist ja, gut, kein Ding. Ne? Ja. Das mache ich doch, du. So, zurück am Flughafen. Die Jungs haben mich hergebracht und ich habe so noch die mega fettigen Haare vom Dreh. Das ist super unangenehm. Am Flug geht es irgendwie anderthalb Stunden. Ich weiß, ich bin erst bei den Leuten. Alles klar. Ja, jetzt werde ich mir irgendwas zu essen holen und dann geht's zurück nach Hause. So, ich habe mir jetzt endlich was zu essen geholt und zwar eine Sweet Potato Powerball. Da bin ich am extrem gespannt, wie das schmeckt. Ansonsten hätte ich sonst tatsächlich Pizza bekommen, also wesentlich gesünder. Aber was ich natürlich nicht vergessen darf, ist der Beauty Shot. It was great! So Leute, ab geht's nach Hause. Ich bin wieder zu Hause, was ein verdammt verrückter Tag, aber ohne Witz war sehr, sehr lustig. Und ich hoffe natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet heute wie ich. Wenn das sein sollte, dann teilt das Video gerne. Das Ding ist halt, für mich ist das einfach eine riesen Unterstützung, damit ich noch ein paar mehr Leute erreichen kann. Das ist natürlich eine Sache, die ich gerne erreichen würde. Ansonsten joint dem Team, macht mit, fühlt euch fit, Hashtag du schaffst den Scheiß, Hashtag wir schaffen den Scheiß. Abonniert den Kanal und wir sehen uns morgen zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace and...
out. Da wohl nicht mein scheiß Kanal. Halt. Swag ist real, Leute, der Swag ist real. Oh ja, der Swag ist real. Der Swag ist real. Der Swag ist real, ne? Der Swag. Der Swag und der Swag heiligt die Mitte. Ja, ja, ja. Jetzt lassen Sie sich zu. Was ist das?